Ah, das sollten wir klauen für Philly. Ahahaha, okay. Ihr seht es gleich bei der Folge. Schaut es euch an. Wer es noch nicht gemacht hat, lasst einen Daumen da oder folgt mir bei Twitch. Dann seht ihr, wenn ich online gehe. Ja, jetzt musst du mal den komischen Typen, den komischen Scout finden, der uns volllabert. Oder dich volllabert. Ash müsste hier auch irgendwo rumstehen in der Base. Und der erzählt dann auch nochmal, wo FND-Verstecke sind und so weiter und so fort. Das ist noch eine Kiste. Ist der markiert? Der Scout? Nö. Der hier vielleicht? Oh, ist noch mehr Zeug überall hier. Oh, hier sind auch Bananen. Okay. Screenshot. Oh ja. Du schon wieder her, Guapo. Gumbo. Fick dich, Castillo. Geil. Ich hab grad einen Poster übersprüht. Okay. Fick dich, Castillo, hat sie gesagt. Oh, hier ist auch noch ein Bunker. Oder ist es derselbe? Mit zwei Eingängen. Keine Ahnung. Boah. Ja, voll, voll weitläufig hier unten. Was? Aber hier ist die Bananen. Nee, nee. Also du kannst auch unterirdisch hierher. Ah, gut zu wissen. Also ich sehe jetzt keinen hier Scout. Leider. Man kann irgendwie einen Hinterhalt machen. Das würde mich auch nochmal interessieren, wie das funktioniert. Aber scheinbar noch nicht freigeschaltet zu haben. Vielleicht muss es eine andere Crew. Hier ist ein Einkaufs. Hier hat der Einkaufskistchen über deinem Kopf. Die kannst du nur tauschen. Krabbenbussardfleisch. Hier, du? Oh, hier. Was weißt du? Dani, wir haben von einer Vorratslieferung erfahren. Sei zuerst da. Wir könnten die Vorräte echt gebrauchen. Gracias. Abfangmission, militärisches Ziel aufgedeckt. Wir haben noch Helikopter hier, oder? Nö. Stand doch eben hier, na klar. Wo denn? Hier ist der Hubschrauberlandeplatz. Hier steht kein Heli. Was? Hola. Oh, ich hab einen Helikopter. Da. So, hier auch so ein Ding zum Treten. Ja, steck mal ein. Start schon mal den Motor. Geht nicht, bin Beifahrer. Warum kann ich die Quest jetzt nicht mehr annehmen? Ist das scheiße. Kann ich nicht annehmen mehr, schade. Ja, er hält mir das Ding hin hier. Ich kann es nicht annehmen. Oh, braver Junge. Nee, kann ich annehmen, die Quest. Kannst vergessen. Also müssen wir machen mit der weiter, die wir haben. Also 300 Meter.
Brauchen wir keinen Helikopter dafür. Den Rückweg dann nehmen. Komm. Husch, husch. Ich muss das Auto noch hier auf der Straße stehen, oder? Ne, steht nicht mehr da. So. Sieht doch mal aus, wenn du dann... Keine Sorge, ich tu dir nichts. Hab das Pferd gestehlen. Gestehlen. Ja, steht ja stehlen dran. Also, geh stehlen. Vergangenheitsform. Egal, was passiert, fahr keine Beulen in das Baby. Was? Das ist ein Pferd, du Idiot. Mach ihn nicht kaputt. Fahr, als hättest du ein großes, süßes Fili-Baby hinten drin. Hm? Ein süßes Fili-Baby. Verstanden. Oh, du bringst Baby-Fili noch zum Weinen. Bring den Truck einfach nur in einem Stück nach Hause. Okay, Helen? Okay. Vor mir versteckst du dich nicht. Krokodil. Oh, oh, die machen das Auto kaputt. Der ist schon kaputt. Entschuldige, Fili. Das ist geil. Oh Gott, ist das schlecht. Nee, der hat aufs Krokodil geschossen, gell? Genau da, wo er laut Fili sein sollte. Nochmal. Ja, und das Spiel gibt dir den Tipp, die Viecher freizulassen. Und dann stellen die da einem einen Raketenwerfer hin, der den Truck in die Luft springt, oder was? Ja, das Krokodil war hinter dem Truck und der hat versucht, Deutsch zu schießen. Ja, dann hätte man vielleicht da einfach keinen Typen einen Raketenwerfer hinstellen sollen, wenn man den Spielern den Tipp gibt, das Vieh freizulassen. Der Hund ist noch. Hundi, komm mal her. Hol mal Stückchen. Hier, hol Stöckchen. Hey! Kümmer dich mal drum. Was hat er für einen Tank, der Hund, Mann? Glaubst du das? Ey? Ja, kein Tank, du triffst noch nicht. Nein, ich hab ihn kaum mal getroffen. Von wo? Gibt's hier irgendwas? Naja. Hola, ist da Yami? Ich hab deine Nummer auf so einem Rennplakat gesehen. Oh, wenn du auf Rennen stehst, dann bist du bei mir richtig. Wir machen das im Guerilla-Style. Jede Strecke.
Scheiße. Ich bin dabei. Das hast du schön gesagt. Ja. Ich mag dich jetzt schon. Viel Glück. Steh ich nicht. Wie kommt denn das? Wie kommt denn der Anruf jetzt zustande? Du angerufen bei denen? Ich hab einen Zettel aufgehoben. Alles klar. Hat er doch gesagt. Ich hab deine Nummer auf dem Plakat gefunden. Das ist ja dieselbe Alte, die uns hier Dings vorhin gesagt hat. Am Telefon. Warum bist du jetzt tot? Bin ich tot. Und wer ist dann tot? Das ist ein weißes Kreuz mit einem blauen mit so einem blauen Ding. Dein Krokodil vielleicht? Mein Krokodil ist nicht da. Ich bin hier, also ich lebe noch. So, dann fahren wir die Kiste mal nach Hause. 100%. Hola, Fili. Ein äußerst gestohlener Truck ist unterwegs. Perfekt. Okay, schick ihn direkt in meine liebevolle Umarmung. Aber lass dich nicht verarschen. Sei eine Katze in der Nacht. Eine geschmeidige, sexy Katze. Miau. Ich kann eher was mit Hunden anfangen. Geht Chorizo auch so. Aber manchmal vergisst er das. Kurz mal gucken. Wohin müssen wir hier? Ist gar nicht so weit. Heiße Ware. Bist du auf dem Handy oder was? Sieht aus. Ja, und ich hab sogar die Sounds an. Hörst du? Ja, Mario. Super Mario 64. Oder spielst du Tetris? Das ist Metroid, hallo? Metroid. Wo da jetzt hin? Wo bist du? Hier, ich hab Vorfahrt. Das war rechts vor links, Dave. Ja, ja. Ich hab mehr Achsen. Geht pro Achse. Aha. Hab ich gelernt, damals in der Fahrschule. Aha. War noch im Osten, wa? Ja. Aber er hat nicht so viel Kreuzungen, wisst ihr? Zwei Stück eigentlich nur insgesamt. Noch ein Kistchen, aber der lässt uns mal links liegen jetzt. Kann man das immer noch holen irgendwann. Der hat mein Auto geklaut. Du hast der Befehlshabende Offizier. Hä? Zum Markieren. Ey, warte mal, fahr mal, stopp! Okay. Warum hat denn der das Auto so komisch markiert? Fahr mal zurück, bitte. Die Arme mit dem Auto, die hat er ganz komisch markiert. So, ja, die steht da mit auf der Gasse, gell? Warte mal. Scan-Vorgang. Okay. Auto gescannt. Und jetzt kann sich unser LKW in das Auto verwandeln, oder was? Ja, dann bringe ich tatsächlich. Mal zu viele. Echt? Ja? Transformers-mäßig, ist das doof. Ja! Nein, das Auto ist jetzt am Übergabeort verfügbar. Ah, alles klar. Sis. Cool, aber. Das ist so gut, dass ich so sinnlos mit dem, ich sinnlos auf dem Handy zocke die ganze Zeit. Ja, ja, ganz am Zocken, ja, aber. Der Dani, echt. Aber das finde ich gut, dass das nicht so. Also, du früher hast du das über das Level. Wie hast du es freigeschaltet mit. Na, kaufen. Kaufen, ja. Das ist, aber so ist ja auch noch cool. Erforschen quasi. Ach stimmt, ja, ist, ne? Ist halt ein bisschen cool. Komisch, ne? Du machst ein Bild von dem Foto und dann hast du von dem Auto und dann hast du das. Ja, klar, ist komisch. Auch etwas komisch, aber gut. Mal was anderes. Das wird anderes mal, ja. Das ist gut. Aber ja, ich habe auch erst an Transformers gedacht. Ja, genau. Wahrscheinlich die auch, denke ich mal. 100%, Alter. Vielleicht kriegst du Achievement. Sekula, die Heldin kehrt zurück. Ja, und die Heldin braucht Rum.
Was läuft denn hier? Felis Magie, Baby. Mierda, ich geh fast drauf für Styropor? No. Weißes Gold. Schwer zu kriegen, brennt aber echt wie Sau. Alles hat mehr als einen Zweck, Heldin. Sogar du. Oh Gott. Ist das geil. Styropor, Alter. Voll gut. Ein das Abknüppel, das ist eine heiße Ware. Weiße Ware, wäre besser gewesen. Okay, cool. Oh, Level up. Ich kann dir ja auch genau sagen, was Philly uns damit baut. Ja, irgendwo eine Bombe wahrscheinlich, ja? Nee. Napalm. Ah, okay. Damit kannst du nämlich Napalm wunderbar selber bauen. Was du alles weißt. Oh. Wenn Berlin mal brennt, dann weiß ich, wer es war. Ja, das Schlimme an dem Zeug ist dann halt, ne, wenn das Styropor einmal brennt, das ist Plastik. Ja. Wenn du damit, davon getroffen wirst, dann brennt sie halt einfach in die Haut rein und brennt weiter. Eklig, ja. Sieh mal einer an. Dani. 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 Ja, da du, machen du hier, Dani. Wen hat sie geholt? Der Hauptke. Ja, 30 Minuten noch. Und dann? Ach so, hier die. Dann ist mein Trupp zurück. Ach ja. Aber wir haben keine Infos. Oh. War ich das jetzt?